Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera der neue Skoda Fabia. Ein äußerst beliebter Kleinwagen, nicht nur hierzulande, sondern auch in Europa und eines der wichtigsten Modelle für die tschechische Marke. Ich möchte heute herausfinden, was kann er besser als vielleicht seine Volkswagen-Konzernbrüder, nämlich der Volkswagen Polo und der Seat Ibiza. Wir fahren den 1.0 TSI mit 81 kW in der Style-Ausstattungsvariante. Ich nehme euch mit auf Verbrauchsfahrt. Wir fahren die übliche Runde 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX hier 140 und 10% Stadtverkehr. Am Ende wollen wir natürlich herausfinden, was verbraucht der kleine Dreizylinder im Alltag. Ich werde euch während der Fahrt alle wichtigen Infos rund um den Skoda Fabia ergeben, wie die Platzverhältnisse sind, was in den Kofferraum reingeht, wie praktikabel er ist, wie er sich fährt und natürlich am Ende gibt es auch die Preise. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, dann bleibt dran, gebt dem Kanal ein Abo, ein Like für das Video und schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir natürlich am Ende dieses Videos auch gemeinsam diskutieren können. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein und fahren wir los. Rein optisch ist der neue Fabia kaum von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Lediglich am Heck zeigt er die deutlichsten Unterschiede, nämlich mit neuen Rücklichtern, die jetzt weit in die Heckklappe hineinreichen und auch zweigeteilt sind. Das heißt, die Heckklappe hat einen breiteren Ausschnitt als beim Vorgänger. Er wirkt jetzt deutlich erwachsener, auch von den Proportionen, wie ich finde. Das Fahrzeug wirkt stämmiger und hat sich aber auch kaum verändert von den Abmessungen. Wir haben 4,11 Meter Außenlänge, eine Fahrzeughöhe von 1,46 Meter und eine Außenbreite von 1,95 Meter mit Außenspiegel. Das sind immer noch kompakte Abmessungen, aber deutlich größer als die übliche Kleinwagenklasse mit rund 4 Metern Außenlänge. An der Front gibt es jetzt auch Voll-LED-Scheinwerfer erstmalig, die auch eine gute Ausleuchtung bieten und auch hier mit dem typischen Skoda Crystal Lightning Design daherkommen, also so ein bisschen kristallin Optik. Hinter der Heckklappe ergibt sich dann ein gut nutzbarer Kofferraum mit einem zweigeteilten Boden. Wir haben maximal 380 Liter Stauraumvolumen, 1 Meter Breite und ungefähr 75 cm Laderaumtiefe bis zu den Rücksitzlehnen. Die lassen sich im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegen. Es ergibt sich zwar kein ebener Laderaumboden, denn die Ladefläche ist leicht nach vorne hin ansteigend, dennoch weiterhin gut nutzbar. Und es gibt auch clevere Details für die Gepäckraumorganisation mit diversen Netzen, die hier verbaut sind. Oder aber einer Kofferraumwendematte mit gummierter Oberfläche oder Teppichauflage. Die Platzverhältnisse im Skoda Fabia sind großzügig bemessen. Ich habe genügend Kopf- und Kniefreiheit hinter dem auf mich eingestellten Fahrersitz. Es gibt eine Mittelarmlehne, es gibt Luftaustritte in der Mittelkonsole und optional auch USB-C-Anschlüsse. Wir haben auch einen Tablet-Halter hier an der Kopfstütze des Beifahrersitzes montiert
und Isofix-Verankerungen gibt es ebenfalls hier für die sichere Befestigung der Kindersitze. Hinter dem serienmäßigen Zweispeichen-Lenkrad sitzt es sich im Skoda Fabia auch in der ersten Reihe richtig gut. Die Sitze sind angenehm breit gepolstert, haben auch eine gute Schenkelauflage, sind manuell in der Länge und in der Höhe einstellbar. Auch die Lehneneigung lässt sich über ein Drehrad sehr fein justieren. Das Lenkrad auch in Höhe und Tiefe verstellbar und auch die Kniefreiheit ist hier durchaus großzügig bemessen. Mein Knie stößt zwar leicht an der Mittelkonsole und dem Klimabedienteil an, dennoch muss ich sagen, es stört hier nichts, es drückt hier nichts und das passt rundum sehr gut. Beim Blick über den Armaturenträger fällt auf, wie übersichtlich der Innenraum hier gestaltet ist. Der Fahrer blickt auf ein volldigitales Kombi-Instrument, welches vorkonfigurierte Anzeigemöglichkeiten bietet. Entweder eine komplette Volldarstellung der Navigationskarte oder klassische Rundinstrumente, eine sportliche Anzeige oder beruhigte Anzeige sind hier möglich. Wir haben einen Bildschirm auf der Mittelkonsole stehend angeordnet, der einen Tick tiefer ist als die Blickrichtung des Fahrers. Darunter ein Klimabedienteil, klassisch in unserem Fall mit einer Klimaautomatik und zwar zwei Zonen sogar. Wir haben auch eine Sitzheizung und Lenkradheizung hier. Das Lenkrad auch eine Besonderheit. Es gibt jetzt ein Zweispeichen-Lenkrad serienmäßig, welches den üblichen Skoda-Modellen entspricht. Mir persönlich gefällt es nicht so gut. Ich würde eher den geringen Aufpreis zum Dreispeichen-Lenkrad investieren. Die Materialien hier im Innenraum sind alle wertig. Wir haben zwar auch harte Kunststoffe an der Unterseite der Armaturentafel oder auch der Armaturenträger ist noch mit härteren Kunststoffen versehen, aber gerade solche Stoffelemente wie hier in der Zierleiste sorgen dann für ein Auflockern. Wir haben auch in der Türtafel solide Türgriffe, mit der man die Tür auch wirklich schön öffnen kann. Und das alles macht schon einen insgesamt sehr durchdachten, cleveren und auch soliden Eindruck hier im Innenraum. Beim Fahren sorgt natürlich der 1 Liter Dreizylinder für entsprechenden Vortrieb. Wir haben 110 PS Leistung, 200 Newtonmeter maximales Drehmoment, was dann ausreicht für eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 10 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 205 Stundenkilometer. Das sind stattliche Werte. 10 Sekunden klingt zwar jetzt erst einmal nicht sonderlich gut oder besonders flott, aber der Fabia wiegt auch mit rund 1,2 Tonnen jetzt nicht allzu wenig, ist also eher schon ein stattlicherer Kleinwagen. Wir haben aber eine Zuladung von rund 350 Kilo hier mit dem 1.0 TSI. Eine Anhängelast sogar von 1100 Kilo optional. Der Motor macht einen guten Eindruck, fühlt sich ja spritzig an, dreht frei und auch angenehm willig aus. Die Laufkultur ist gut, es gibt nur geringe Vibrationen. Klangbild ist angenehm kernig und auch dann eben etwas sportlich, wenn man es wirklich drauf anlegt und ihn entsprechend ausdreht, den kleinen Dreizylinder. Einzig der Turbolader spricht immer nur etwas verzögert an. Man braucht mindestens 2000 Umdrehungen, bis auch wirklich hier ordentlich Ladedruck auch aufgebaut ist. Auch nach einem Schaltvorgang gibt es dann immer so ein kleines Turbolag. Ja, das könnte feiner abgestimmt sein oder man greift hier dann zum Doppelkupplungsgetriebe, wo das vielleicht angenehmer gelöst ist durch die Übergänge im Gegensatz zum 6-Gang-Handschaltgetriebe. Was sich aber sauber schalten lässt, hat kurze Schaltwege und auch durch die Gasse flutscht der Schalthebel wunderbar zuverlässig und präzise vor allem. Präzise ist auch die Lenkung hier im Skoda Fabia. Der Kleinwagen hier macht auch viel Laune auf der Straße, lässt sich quirlig über kurvige Landstraßen bewegen. Das Einlenkverhalten ist angenehm direkt. Die Lenkung hat auch eine gute Rückmeldung von der Straße zu bieten. Die Bremsen packen gut zu. Der Druckpunkt ist ordentlich. Beim Fahrwerk muss man sagen, ist es eher straff abgestimmt hier. Da würde es vielleicht dem einen oder anderen
ja, eher zu straff sein, wenn man in der Stadt öfter unterwegs ist, denn kurze Stöße werden direkter durchgereicht und sorgen auch vielleicht für etwas akustische Rückmeldung hier im Innenraum, ohne dass das Ganze aber poltrig wirkt. Neue Skoda Fabia ist richtig erwachsen geworden. Als Erstfahrzeug taugt er auf alle Fälle mittlerweile. Die Frage ist nur, möchte man von einem Kompaktfahrzeug auf einen Kleinwagen herabsteigen? Meiner Meinung nach kann man das auf alle Fälle tun, vor allem wenn man keinen erhöhten Platzbedarf hat. Ich finde, im Volkswagen-Konzern ist er auch so die eierlegende Wollmilchsau. Das muss man mal ganz klar sagen. Der Polo ist halt der, den man kauft, weil man den Volkswagen kauft, sage ich jetzt mal. Ist ein eher biederer Typ. Der Ibiza ist so ein bisschen der frechere, ja, vielleicht auch wuseligere und jugendlichere. Der Fabia ist einfach der gereiftere, wenn man sich die drei Fahrzeuge mal genauer anschaut. Er bietet auch die clevereren Details. Natürlich, Simply Clever steht ja auch schon im Leitspruch der Tschechen. Beim Preis muss man natürlich sagen, ja, ist der Fabia schon der Kleinwagen Kategorie schon komplett entsprungen, denn zwar 13.990 Euro ist die Einstiegsvariante, aber da ist ja auch nicht viel drinnen. Wer den 1.0 TSI nimmt in der Style-Ausstattungsvariante, die ich empfehlen würde, dann liegen wir schon bei knapp 23.000 Euro. Und wenn man dann noch eben hier, wie bei unserem Testwagen, kräftig in der Ausstattungsliste Kreuzchen setzt, dann stehen stattliche 28.590 Euro in der Liste. Das finde ich jetzt schon richtig heftig. Okay, es gibt Rabatte, aber Fehler kennt oder gibt sich der Fabia kaum. Was kann man ihm vorwerfen? Maximal zwei Dinge, wie ich persönlich finde. Und zwar zum einen ist es das, dass wir keine elektrifizierten Antriebe haben. Also die ETSI sind hier gar nicht im Angebot. Finde ich schade. Sollte man in meinen Augen in der heutigen Zeit durchaus haben. Zum anderen, es wird den Kombi nicht mehr geben. Der Kombi war ja vor allem hier in Deutschland sehr, sehr beliebt und er war eigentlich auch angekündigt. Skoda hat ihn jetzt dennoch gestrichen, was ich sehr, sehr schade finde. Aber schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentarbox, ob er euch fehlen wird oder ob das in Ordnung ist, dass er gestrichen wurde. Ja, gestrichen habe ich jetzt eigentlich kaum etwas, bis auf den Verbrauch, den bin ich euch natürlich noch schuldig. 5,1 Liter hat übrigens der kleine Dreizylinder auf unserer Verbrauchsrunde konsumiert, finde ich auch einen ordentlichen Wert, angenehm niedrig. Wir haben einen 40 Liter Kraftstofftank serienmäßig und wer noch den optionalen 50 Liter Kraftstofftank hat, der schafft dann auch hier fast Dieselreichweitenwerte von über 1000 Kilometer, wenn man ein bisschen sparsam unterwegs ist. Doch respektabel in meinen Augen, oder? Was sagt ihr? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Lasst uns jetzt diskutieren über den neuen Skoda Fabia. Ich bedanke mich fürs Reinklicken. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls dies noch nicht schon geschehen ist. Und gebt dem Video auch gerne ein Like. Und damit sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.